Die heiße Ecke ist ein großes, buntes Musical, das den Stadtteil St. Pauli feiert und die Figuren, die hier so zu Gast sind. Ja, die heiße Ecke ist das St. Pauli-Musical. Der größte Erfolg des Tivoli. Was hier alles gleichzeitig in der Luft ist und nebeneinander existiert, das ist so spannend und gleichzeitig auch in meinen Augen einmalig, dass es unheimlich viele Geschichten gibt, die man hierüber erzählen kann und die auch erzählenswert sind. So, Jimmy, das macht dann 2,50. How much? Findest du nicht auch ein bisschen komisch, dass du immer dann kein Deutsch verstehst, wenn ich Kohle von dir will? 2,50. Oh, ich habe nicht so viel Geld. Wie wär's, wenn ich an einem Song singen würde? How many Stop. Road? Das kann ich echt nicht mehr hören. Ich schreib's auf deinen Zettel. Wenn du sofort still bist. Weißt du was? Du solltest dir ein Schild um den Hals hängen. Kleine Pause 50 Cent, große Pause 1 Euro. Da wärst du längst Millionär, du. Die Szenen sind kurz, es sind ganz viele Figuren und jeder hat trotzdem eine Geschichte. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Es ist Freitagabend, Freitag. Uns gehört die Welt, die Welt. Wir haben, was wir brauchen. Wir haben alles, wir haben Bier und Geld. Und Geld. Yeah. Wir sind freie Männer und tun, was uns gefällt. Rein praktisch ist es ein kleiner Wahnsinn, die heiße Ecke zu spielen. Wir sind nur 9 Darsteller in 52 Rollen. Es gibt wahnsinnig schnelle Umzüge, wo du rechts rausgehst, die Klamotten von dir wirfst. Da stehen 2 Leute, die helfen dir, dich wieder anzuziehen. Und du gehst als ganz jemand anderer auf der anderen Seite der Bühne wieder raus. Also auch ein Geschenk für jemanden, dass man nicht einen Abend nur eine Rolle spielt, sondern dass man die Möglichkeit hat, eine Facette zu zeigen. Meine Mütze ist nicht da. Insel! Eine Mütze! Nein. Oder habe ich sie einfach nur nicht gefunden? Dip, 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 da, 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 da. Wir singen die Chöre mit. Draußen laufen ja die Lieder und wir haben hier hinten unsere Mikros und die sind dann trotzdem an. Und dann singen wir die Mehrstimmigkeit mit hier. Die Lieblingsfigur in der heißen Ecke ist, glaube ich, Manni, der Koberer. Weil zum einen wird er von Götz ganz hervorragend gespielt. Also ein begnadeter Komödiant. Und zum anderen ist es eine Figur, die man wirklich auf der Reeperbahn tagtäglich antrifft. Dann sind wir um die Häuser gezogen, haben recherchiert natürlich irgendwie, wo man so hingeht, was es so für Typen gibt. Irgendwie morgens um 22:30 irgendwie in der schwarzen Katze oder rote Katze, schwarze Katze. In irgendeinem Stripclub morgens um 22:30 ist gar nicht schön. Und was da so für Gestalten sind, das ist natürlich schon sehr inspirierend. Irgendwie, wer hängt da morgens um 22:30 rum? Jetzt hör doch mal bitte auf zu heulen, Mäuschen. Das ist alles nicht so schlimm. Das sind doch deine ersten Fritten. Ja. Oh, warte mal, Kundschaft. Charlie, schmeiß mal schnell die Nebelmaschine an. Augenblick, bleibt doch mal stehen, ihr zwei. Auch für euch ist sicher was dabei. Für zwei Bier könnt ihr bei mir auf die schönsten Frauen schauen. Ihr könnt Jane, die schwarze Göttin, sehen und euch werden die Augen übergehen. Unser Neuzugang, die Tess, lässt dich deinen Stress vergessen. Sie würde gerne wissen, yo, was wir für die Show bezahlen müssen. Eintritt frei! Ich völlig ohne Risiko. Frauen, die hier seht ihr nirgendwo. Wir haben Frauen mit Klasse. Jede
Richtung und auf jede Rasse. Also stellt euch nicht so an, kommt dran und dann zeigt ihr euch die nackten Fakten. Also wartet mal, ich hab es gleich. Vielleicht steht hier mehr auf Grenzbereich. Dann wird es hier was für euch. Denn ich kann so viele Spiele. Die Menschen kommen ins Theater, erleben die Reeperbahn, gehen hier rein, sehen diese Anekdötchen, gehen raus und sagen, oh, guck mal, den habe ich ja gerade auf der Bühne gesehen. Also es ist einfach sehr dicht am Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das so erfolgreich ist. Schalalalalala! Schalalalala! Da ist wieder einer! Los, Mann, du warst schon! Ja. Ich bin kein Frosch, das ist wohl klar. Schon bald soll meine Hochzeit sein. Doch so verzaubert konn ich nicht vor den Altar. Drum sei mein Prinz, nur dein Kuss kann mich befreien. Darf ich, Lotti? Günther! Rauf auf den Frosch! Küss, küss, küsse! Hier ist dein Ballon. Wenn sie alle weg sind, bin ich frei. Nee, Mils, das giltet nicht. Doch, Manu, das giltet. Wenn ich ihm mal einen Rat geben darf, als eine seit langen Jahren verheiratete Ehefrau. Ich würde mir das noch mal gut überlegen mit der Hochzeit. Wie soll ich das verstehen, Lotti? Isst du deine Wurfgold da? Aber was ich ganz wichtig an der heißen Ecke finde, ist die Spielfreude, dass immer noch Platz, auch nach 10 Jahren, immer noch Platz ist für neue Gags, für neue Sachen, dass man ausprobieren kann. Und dass wir deshalb immer noch, und das sage ich wirklich mit Fug und Recht, nach 10 Jahren jeden Abend genauso viel Spaß haben wie am ersten Abend. Dankeschön. Sag mal, wo ist denn große Freiheit? Ey, wo bin ich denn los? Gleich da vorne um die Ecke, aber da ist noch nichts los. So, ich will nicht länger warten, Mann, die Schuhe sind eine Qual. Schatz, hast du die Eintrittskarte? Ja, beeil dich bitte mal. Leider, das ist unser Abend. Heute machen wir einen Raum. Ob ich dir das mit den Kerl? Nein, reißen wir schon auf. Reeperbahn!